Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fliege ich die SU-2M-82. Ich habe vier 7,62 mm MGs vorne und in den Kanzeln eh nochmal dasselbe oben und unten. Ich habe zwei 250 Kilo Bomben. Das sollte ausreichen, um ein bisschen was wegzuhauen hier. Darf natürlich nicht vergessen, ich bin nicht gerade sehr wendig. Und will mich eigentlich auch nicht allzu schnell weghauen lassen. Das ist natürlich nicht so einfach, denn da ich ja kein Bomber bin, habe ich natürlich auch weniger Verteidigungsmöglichkeiten. Da ist noch eine BF-109 und da habe ich Lack drauf. Gut, wahrscheinlich werde ich nicht allzu lange am Leben bleiben. Da sie mich sehen, werden sie mich auch verfolgen. Genauso machen sie das. Und wahrscheinlich, ich bleibe wirklich nicht lange hier, gehe stark davon aus. Ich hoffe nur, dass meine Schützen das jetzt irgendwie hinbekommen. Ich kann mal versuchen, hier einen wegzuholen. Naja, da wird nichts. Ich hoffe nur, dass meine Schützen wirklich so gut sind, dass sie das irgendwie klar kriegen hier. Ah, da fliegt man eine Bombe hin. So, man muss natürlich in Bewegung bleiben, sonst funktioniert der ganze Schmuh nicht. Ich kann natürlich nebenbei noch ein paar Bodeneinheiten wegmachen. Hätte ich machen können, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen zu blöd dazu. Da mich der Typ hinter mir die ganze Zeit irgendwie verfolgt und mir natürlich dementsprechend auch auf den Sack geht. So, Abschusshilfe. Ich hab's überlebt. Mit Ach und Krach, und da kommt schon der Nächste. Ja, wenn man vom Teufel spricht. So kann man natürlich nicht viel zeigen, aber hey, alles auch zum Spaß hier, ne? So, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen härteres Kaliber hinter mir. Ein bisschen größeres Kaliber. Ich muss aufpassen, dass sie mir die Klappen nicht wegschießen hier, denn dann ist das ganze Flugzeug verloren. Ich habe wieder Bomben. Das heißt, ich versuche jetzt eher ein bisschen als Bomber zu fungieren hier. Und die war ein bisschen schräg geworfen, hat aber noch gereicht. Und ja, ich höre schon wieder einen Kontrahenten. Komm, hier, mach nochmal was. Ist natürlich blöd. Ich dachte eigentlich, ich hatte vorher 600 Kilo Bomben dran. Damit kommt man schöne Teppiche legen. Aber hier ist es jetzt so, ich dachte mit den 250 Kilo Bomben hat man einfach einen größeren Explosionsradius. Das war irgendwie nicht der Fall. Ich fliege hier richtig dämlich. Irgendwie zusehen, dass ich hier wieder zu meinen Leuten komme. Aber ich sehe, der mich verfolgt, wird auch verfolgt. Und ich hoffe, mein Teammate schießt ihn runter. Nee, leider nicht. Es hätte ja klappen können. Ich weiß nicht, warum man nicht rangeht. Ich nehme hier jetzt ein bisschen Geschwindigkeit auf. So, jetzt will ich aber ein bisschen, was da hinter mir fliegt. Hurricane, okay. Und der Wichser ist richtig hartnäckig, wie man mitkriegt. Ich kann auch nicht selber auf die Kanzel wechseln, weil dann ist dieses Flugzeug verloren. Ich mal meine Bomben entfernen hier. Ich hoffe, der Schütze kriegt noch was gebacken. Ich habe das ja nur wirklich so gut wie möglich hier geskillt. Ich glaube, der war sogar fertig. Ja doch, der ist fertig. Ich habe sogar mehr Schützen als notwendig. Ja, und kriegt mit, jetzt ist noch ein zweiter dazugekommen. Ich halte verhältnismäßig lange durch, muss man dazu sagen. Es wird mir nur nicht mehr allzu lange was bringen hier. So, fluguntauglich, leider, aber ein Kill abkassiert. Der Schütze hat ja doch was gebracht. Ja. Yep. Vielleicht überlebe ich die Runde sogar noch und dann mache ich einfach eine zweite. Mein Schütze ist ausgeschaltet, das ist ja unpraktisch. Ich habe tatsächlich überlebt. Ich habe tatsächlich überlebt. Ich mache jetzt keinen Schnitt hier. Ich fade dann vielleicht einfach raus oder so. Hier, komm. Zeig mal, Fünfter. Punkte würden mich jetzt noch interessieren. 791 bei 4 Minuten. Ist eigentlich nicht so schlecht dafür, dass ich aktiv ja gar nichts gemacht habe hier. Also, so ist das nicht. Ich meine, ich habe versucht, mein Flugzeug am Leben zu erhalten. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht offensiv auf jemanden geschossen. Dafür ist das eigentlich ganz in Ordnung. Hier ist überhaupt nicht viel los gewesen.
Das war eine ziemlich kurze Runde, wenn man mal auch hier killtechnisch nicht viel los gewesen. Gut. Gehen wir nochmal rein. Ja, Chachi Gold, warum auch nicht? Heißt das Chalchin oder Kalchin? Jedes Mal, ich glaube, ich frage mich das jedes Mal, vielleicht auch Chalkin. Aber ja, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. So, ich hoffe, jetzt klappt's. Ich werde jetzt wieder wechseln. Wie macht man's? Ich nehme wieder die 600 damit. Moment, was war denn das da? Also ein Vierer, okay. Rein! So, ich bin ein Schlachtflug zurück. Ich werde aber versuchen, doch eher Bodeneinheiten wegzuhauen. Ich meine, der Schütze ist eigentlich wirklich doch gar nicht von schlechten Eltern. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt runterziehe, das habe ich nämlich dann eigentlich jedes Mal, werde ich natürlich auch abgefangen, oder die versuchen mich zumindest abzufangen. Deswegen werde ich jetzt noch nicht direkt hinfliegen. Das Problem ist ja auch, dass noch nicht genug Leute von uns vorne sind. Vielleicht kann ich an der Dornier was machen. Oder an der Heinkel 111. Na, die Dornier kommt. Da geht man natürlich nicht voll rauf die ganze Zeit, ne? Upp. Denn dann sieht's so aus. Da hat die deutsche Scheiße einen weggeschossen. Ich sage deutsche Scheiße, weil ich glaube, Perkele heißt Scheiße. Wenn ich mich recht entsinne. Das war natürlich, das war richtig dumm jetzt. Macht sowas nicht. Das wird das Bekloppteste, was man machen kann. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass es funktionieren könnte. Ja. So, den Typen. Das ist noch eine Dornier, diesmal nicht frontal. Aber ist auch noch eine Jack. Wo nehmen wir denn? So, da gibt es schon die Munition aus. Ich werde meine Bomben abschmeißen und ich hoffe. Noch eine. Ah, es hat geklappt. Ja, von hinten ist nicht ganz so schlimm. Da die Schützen jetzt auch nicht bei jedem Mal triggern, also sie werden nicht jedes Mal aktiviert. Ich hoffe, ihr kommt noch auf die Heinkel da. Oh, da ist der Kollege von eben. Der muss jetzt aber verschwinden. Kontrolle über das Heck verloren. Du kleiner Ficker, jetzt weißt du, wie hier mit dir. Jetzt muss man nur noch treffen. Ich muss weg. Das muss mir jetzt erstmal reichen hier. Er ist weg. Und ich konnte mich hier selbst befriedigen. Im Sinne von meine Rachegelüste stillen. Ja, so fein habe ich das gerade ausgedrückt. Dann hält sich wie möglich, oder? So. Was ist das da? 153. Brauche ich nicht verfolgen. Ich habe wieder Bomben parat. Das wird auch wieder so eine schnelle Runde. Ich. Ja. Was willst du machen? Wie heißt der hier? Klopfkartoffel? Ich habe echt irgendwas mit Kartoffel gelesen. Das lassen wir mal. Den Markling komme ich auch nicht ran. Ich glaube, meins wäre eher die Nimrod hier. Manchmal versuche ich die Brühe auch einfach runterzurammen. Ich schmeiß die Bomben raus hier. Ah, und schon wieder ist vorbei. Das wird ja gar nichts hier. Ich überlege, ob ich jetzt noch eine Runde mache. Oder. Oh, irgendwie war da ein Crit mit bei. Aber es könnte auch sein, dass ich meinen Kollegen getroffen habe. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe auch nicht drauf geachtet, welchen Platz ich jetzt gerade belegt habe. Schon wieder Fünfter. Aber immerhin zwei Kills. Und diesmal waren sie nicht.
Defensiv-Kills, sondern Offensiv-Kills. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Eigentlich ist dieses Flugzeug, das ist so... Ist ein Nichtsflugzeug, würde ich sagen. Es ist nicht super schlecht, aber auch nicht super klasse. Eigentlich überhaupt nicht erwähnenswert. Es ist halt einfach ein Schlachtflugzeug. Mittlerer Feuerkraft, würde ich mal sagen. Und auch Bombenlast. Gut, die Bombenlast ist ja beim Schlachtflugzeug jetzt nicht ausschlaggebend, aber... Ist nicht super toll. Ja. Nee, ganz im Ernst. Ja, vernachlässigungswürdig. Da kommen ja noch ein paar Modelle davon. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ob die besser sind. Ich habe die alle schon. Die werde ich aber wohl die nächsten Tage mal fliegen und mal schauen, wie es dann abgeht. Ja, und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken und bis demnächst. Also, ciao, ciao!